So. Oi, der Dummschwätzer. Meinst du mich? Ich hoffe mal nicht. So, weiter. Was haben wir hier? Hier ruht Andrew. Die Qualität seiner Rüstung wurde nicht... Hey, was soll das? Na gut. Guten Tag. Ich habe Johira in eurer Gruppe gesehen. Daher müsst ihr wohl die Abenteurer sein, die ich erwartet habe. Ich bin Berun Gastkill. Ja, den hat Johira echt erwähnt. Der Bürgermeister von Nashkel. Und ich heiße euch herzlich willkommen. Schade, dass ich eure Bekanntschaft unter so widrigen Umständen machen muss. Höflich ist er ja. Und... Nee, das nehmen wir nicht. Was genau ist eigentlich das Problem hier? Ich kann kaum glauben, dass ihr es nicht selbst erraten habt. Habt ihr von dem Eisenmangel gehört? Nashkel ist stark davon betroffen. Unsere Mine ist praktisch geschlossen, weil fortwährend Bergarbeiter verschwinden. Und das wenige Erz, das wir noch bergen können, auch irgendwie verdorben ist. Ich würde ja gerne die Garde der Stadt vorbeischicken, aber wir brauchen sie hier, um unsere Bürger vor den Räuberüberfallen und auf unseren Karawanen zu schützen. Wir müssen unbedingt herausfinden, was in den Minen südöstlich der Stadt nicht stimmt. Ich tue, was ich kann. Danke, die ganze Stadt wird es euch danken, wenn ihr uns helfen könnt. Ja, okay. Südöstlich der Stadt, hm? Na gut. Auch wenn wir mit 4 Mann da wohl doch jemanden von der Stadt gerade gebrauchen könnten, der mitkommt. Aber wir können ja mal vorbeischauen. Ob wir das Problem gleich lösen werden, ist eine andere Sache. Oh, du siehst aber nicht so aus, wenn du hier hingehörst. Diese Stadt ist ein Schandfleck. Sie hätte besser gar nicht gebaut werden sollen. Sehr charmant, Shahira. Steht auf und betet vor, ob ihr euch mein Hamster besser sehen kann. Ja, Minsk ist ein sehr cooler Charakter. Er bringt ein bisschen Spaß in die Sache rein. Die anderen Charaktere haben ja alle einen teilweise recht düsteren Hintergrund und so. Minsk ist da, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Lasst uns weiterziehen, Fremde. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wie? Ja, ich werde sie fragen, Bo und ich. Wir sind unterwegs, um Düna hier, meine Schutzbefohlene, zu erretten. Ihr dürft uns bei unserem Sieg behilflich sein, wenn ihr wollt. Es ist genug Ruhm für alle da. Okay. Entschuldigt bitte, aber sprecht ihr mit einem Nager? Ja, aber der hat gerade zu sich selbst bzw. zu seinem Hamster gesprochen. Ja, das ist verstörend genug, dass wir mal danach fragen. Bu ist mein treuer Tiergefährte, auch wenn man es zuerst nicht recht glauben mag. Okay. Ja, also Ranger bzw. Waldläufer haben ja normalerweise Tiere, die ihnen folgen. Also Wölfe oder Bären oder was weiß ich. Er hat einen Hamster. Ein Riesenminiaturhamster, der sprechen kann. Das lasse ich jetzt einfach mal so sacken. So, was sagen wir jetzt? Das klassische Dilemma der Maid im Leid. Also Maid in Not eigentlich. Wer kann dazu schon Nein sagen? Schöpft Mut, Abenteurer, denn Bu, der einzige Miniaturriesenhamster des Reiches, ist euch wohlgesonnen. Er ist mein Freund und Gefährte, seit ich am Kopf verwundet wurde. Und er wird uns zum Sieg führen. Auf zur Festung der Gnolle im Westen. Zaudert nicht, wir müssen bald los. Eigentlich wollten wir gerade in die Minen gehen. Aber da scheint ja jemand wirklich Hilfe zu brauchen. Und außerdem wären wir dann jetzt schon mal zu fünft. Und eventuell zu sechst, wenn wir diese Maid in Not auch noch befreien und sie mitkommen möchte. Und mit 6 Leuten haben wir schon bessere Chance, das zu schaffen. Ja. Und da ist Bo. Hört ihr das Quieken? So geil. Bo macht sich davon, als sie versucht, ihn zu ergreifen. Und mit einem strengen Blick beendet Minsk jeden weiteren Versuch, das Tier zu stehlen. Wir wollten es nicht stehlen, wir wollten nur den Quickslot freimachen. So, Bo. Bo ist ein pelzartiger kleiner Hamster. Obwohl Minsk glaubt, dass Bo ein winziger Riesenhamster ist, seid ihr ziemlich sicher, dass der kleine Nager nur ein gewöhnlicher Hamster ist. Ja. 2 Hände, das heißt, er wird schon mal gut Schaden machen, aber Rüstung hat er keine. Oder jedenfalls keine ordentliche. Und wir haben die andere gerade verkauft. Na gut, dann wird er erstmal so klarkommen müssen. Und er hat fast keine Erfahrungspunkte. Die anderen haben jetzt hier schon alle 2000, 1000.
wird er ein bisschen aufholen müssen. Aber er hat sehr viel Stärke. Das heißt, er ist unser Packtier ab sofort. Ich meine natürlich treuer Weggefährte und so. Ne? So, aber Festung im Westen, meinte er. Gnollfestung. Ja. Also wenn wir das erledigt haben, dann kümmern wir uns auf jeden Fall um Nashkel und danach fangen wir an, hier ein bisschen die Gegend auszukundschaften. Wir werden bisher ja immer rumgeschubst. Geh dahin, geh dorthin. Aber nach Nashkel, beziehungsweise nach den Minen, sollten wir ein bisschen auf freiem Fuß bleiben. Aber sehen wir, wie es sich entwickelt. Essen müssen wir zum Kartenrand, um weiterreisen zu können. Obwohl, wo genau müssen wir eigentlich? Ja, wir müssen an den westlichen Kartenrand. Also hier unten lang. Oh, ein Fluss ist im Weg. Können wir da rüber? Nee. Na, super. Was haben wir hier? Taverne zum rülpsenden Drachen. Na, da können wir später hin. Hat einer von euch noch was zu sagen? Eine Gabe, eine milde Gabe. Ja, ich hätte ihm eigentlich Gold gegeben, aber es gab leider keine Option. Ich habe gehört, dass es in Baldur's Tor die weicheste Seide und die feinsten Stoffe geben soll. Das muss ja eine wichtige Handelsstadt sein, wenn es da so wertvolle Waren gibt. Man hat mir erzählt, dass man dort fast alles kaufen kann. Ja, aber wir können und wollen da momentan noch nicht hin. Wer bist du? Damit soll ich arbeiten? Armselig, aber etwas anderes haben wir nicht. Also das in Klammern flüstert er gerade zu sich selbst. Edwin hat so die Eigenschaft. Ich bin Edwin und ich möchte, dass ihr für mich arbeitet. Alles, was ihr tun müsst, ist die Hexe Düner hier zu töten. Düner hier ist die, die wir gerade befreien sollen. Wollt ihr euch dieser lästigen, aber nichtsdestoweniger notwendigen Aufgabe annehmen? Also allein schon von seiner Redeweise her mögen wir ihn nicht. Aber dass er auch noch vorhat, diejenige umzubringen, die wir gerade retten wollen, ja, nee. Mit euren mörderischen Plänen will ich nichts zu tun haben. Nein? Was soll's, dann nehme ich eben irgendeinen anderen. Immer noch hier? Hin vor Ort. Ja. Und schon ist er weg. Hätten wir jetzt böses Entdecken benutzt, dann hätten wir auch gesehen, dass er ein böser Charakter ist. Hi, ich bin Nuba. Schön hier, ja? Ja. Na, schon ein paar Monster getötet? Ein paar, ja. Komischer Kerl. So, hier runter. Können wir hier schon von der Karte weg? Okay. Ich wollte zwar eigentlich nach Westen zuerst, aber das soll mir auch reichen. Gehen wir halt hier nach Westen. Oh, ist auch nicht allzu weit. Obwohl nachts hier durch die Wildnis zu streifen, in einem Gebiet, das wir nicht wirklich kennen. Aber naja, wir sind jetzt ja zu fünft, wovon vier Krieger sind, was schon ein ziemlicher Overkill ist. Das wird schon passen. Eigentlich könnte man noch so einen richtigen Heiler gebrauchen. Also Jahira ist ja nur als Dual-Spec-Druiden. Also sie ist Krieger und Druiden gleichzeitig. Das heißt, sie steigt nicht ganz so schnell auf in der Druidenklasse. Aber so die Wahl haben wir momentan nicht. So, nächstes Gebiet. Das wird ein bisschen länger dauern. Ach ja. Ob wir uns da richtig entschieden haben, dass wir dem Verrückten mit dem Hamster helfen und nicht dem arroganten Fatzke. Gute Geister. Oh. Halbnackte Frauen. Eine schöne alte Eiche ist in Gefahr. Ich rufe euch an, ihr wohlgesonnenen Geister. Eine uralte Eiche ist in Gefahr. Es steht ein Angriff durch zwei Gestalten, bevor die es auf die Schändung der ehrbaren Natur abgesehen haben. Ja, das würde Jahira gar nicht gefallen als Druidin. Sie konnten sich bislang meinen Zaubermitteln entziehen und müssen aufgehalten werden, ehe nicht wiedergutzumachender Schaden entsteht.
Wollt ihr meiner Bitte stattgeben? Ja. Nur die niederträchtigsten Halunken würden einen sanften Waldgeist ausnutzen. Zeigt mir den Weg, mit denen werden wir schon fertig. Ich danke euch, denn obgleich sie offenbar recht dumm sind, können sie doch viel Schaden anrichten. Ja, das können dumme Leute meistens. Hier entlang. Dort sind sie, direkt da vorne. Ich flehe euch an, tut was nötig ist, damit sie gehen. Okay, sie hat nicht gesagt, dass wir sie umbringen sollen. Einfach nur das, was nötig ist. Na, mal gucken. Gerugon führt das Gespräch, weil er am meisten Charisma. Er will nicht. Ich bin Kaldo und das ist mein Bruder Krumm. Oh weia. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ich lasse es nicht zu, dass ihr hier rumschnüffelt, wenn wir hier arbeiten. Wir glauben, dass da in dem Baum ein Schatz drin ist. Wenn ihr uns helfen wollt, bitte. Ihr könnt gleich loslegen. Wenn nicht, dann passiert was ganz Furchtbares. Ihr werdet schon sehen. Stimmt's oder habe ich recht, Krumm? Nee, das nehmen wir nicht. Das wird auf zwei Dummköpfe nicht wirklich wirken. Also sagen wir, ich werde nicht zulassen, dass ihr diesen Baum auch nur einen Zweig krümmt. Dann müsst ihr erst an mir vorbei. Früher oder später kriegen wir euch. Es ist nur eine Frage der Zeit. Hol sie dir, Krumm. Hä? Okay. Also, alle greifen ihn hier an. Jahira zaubert einmal Segnung. Das müsste eigentlich schon reichen. Wow. Oder auch nicht. Weg, 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 weg. Okay, heil dich selbst. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. So, einer ist tot. Alle auf den letzten. Kalet erstmal einen taktischen Rückzug. So, na also. Sprechen wir doch mal mit der Waldnymphe. Dank sei euch. Hier habt ihr einen Trank, der euch auf euren Wegen unter Umständen nützlich sein kann. Ja, es werden alle müde. Okay. Aber die Quest hat 500 Erfahrungspunkte gegeben und mehr Ruf. Ja, wir können gleich schlafen. Aber erstmal sammeln wir ein, was hier so rumliegt. So, eine, ich glaube sogar bessere Rüstung für ihn. Ja, eine Rüstungsklasse. So, sie kriegt ein paar neue Pfeile. Das kann er auch noch tragen und einen Gürtel zum Identifizieren. Die haben es irgendwie mit Gürtel, ne? Wir haben jetzt schon drei Gürtel gefunden, aber noch keinen einzigen Umhang oder Amulett oder Handschuhe. Na gut, heilen wir uns erstmal hoch. Und dann legen wir eine Rast ein, damit sie nicht mehr so viel rumjammern. So, alle schön beisammen. Und schlafen. Kein Überfall. Schön, schön. So, wir müssen aber weiter nach Westen. Obwohl, wir könnten uns eigentlich den Baum mal angucken, um den es ging. Ist da irgendwo was zum Klicken? So ein Schatz oder so? Nee, ne? Naja, hätte ja sein können. Nicht, dass wir so goldgierig wären oder so. Also, Gerugon nicht. Ich schon. Und immerhin würde mir bestimmt auch recht geben. Bin ich mir ganz sicher. Langsam müssten wir aber auch genug Erfahrungspunkte haben, oder? 352 noch. Das ist nicht mehr allzu viel. Das wäre schon praktisch, wenn wir, bevor wir in die Minen gehen, nochmal ein Level-Up haben. Aber ich denke mal, da wird es schon garstig werden. Oh, ich habe gerade einen Wolf gehört.
Nee, ein Gnoll. Boah, verdammtes Fort. Wenn ihr dorthin geht, dann erobert es. Sehr interessant, sowas von einem Gnoll zu hören. Sprechen wir mit ihm? Oder bringen wir ihn um? Weil wir wissen ja, welche Festung er meint. Deswegen macht es nicht wirklich viel Sinn, danach zu fragen. Ja, nee, das ist ein Gnoll, der muss sterben. Weil vielleicht lässt er uns jetzt in Ruhe, aber das heißt nicht, dass er allgemein zu Menschen freundlich ist. Und wenn wir ihn jetzt wegziehen lassen, wer weiß, was er denn anstellt. Wofür wir denn praktisch Schuld hätten, weil wir ihn haben ziehen lassen. Also stirb endlich. Oh, der hält ja gut was aus. Und 235 Erfahrungspunkte. Goldring und... Ja, doch. Das lohnt sich auf jeden Fall. So. Ah, wir müssen eigentlich nach Westen. Und da scheint irgendwie eine Schlucht im Weg zu sein. Das wird dann die Schlucht hier sein. Wir müssen eine von den Brücken finden. Hoffentlich ist die hier oben. Sonst halte ich gleich kurz das Video an, dann laufe ich runter. Oh, Gnoll. Aber das sind normale Gnolle. Die müssten nicht ganz so viel aushalten. Ja, fällt gleich wesentlich schneller. So. Immerhin gucken wir kurz nach. Nix. Und ein bisschen Gold. Obwohl die Hellebarden können wir auch mal mitnehmen. Vielleicht sind die auch ein bisschen was wert. Und er hat hier, wie gesagt, gute Tragkraft. So, weiter. Ah ja, das schaut doch gut aus. Der oberste Zipfel der Karte. Hoffentlich können wir hier nach Westen. Ja, Knollfestung.